hast es sehr gut gemacht. Also für mich bist du der Ferrari im technischen Bereich in dieser Gruppe. Dankeschön. Danke. In dieser Woche ist mir so ergangen, dass durch das ganze Gedrehe war man einfach wahnsinnig schlecht. Ist noch nie schlecht, wenn man Walzer kommt. Es hat sich der Raum gedreht, der Vadim hat sich gedreht, ich habe mich gedreht. Und mir war einfach nur so derartig übel. Der Vadim nimmt es eher gelassen auf. Also ich glaube nicht, dass er mich gern leiden sieht. Ich glaube, also so schlimm ist er bestimmt nicht. Nein. Ja, ab und zu sehe ich die Petra gerne leiden. Gut. Bist du okay? Na. Bringt nichts. Pan 05 tanzt jetzt in den Wiener Walzer. Hier sind Petra Frey und Vadim Garbuzov. Kuschelviecher. Ja, Friedhof, das sind die Panther. Die Panther. Für die Pantera. Ah. Ja. Ja, beim Geld hört die Freundschaft auf. Du bist gerade ausgerutscht. Hat uns nicht Glück gebracht. Naja, aber. Das Geld. Naja, aber es hat trotzdem funktioniert. Du bist ja fast schon Profi, oder? Machen wir uns nichts vor. Das ist ja, ob Drehwurm oder fast hinfallen macht auch schon immer viel Unterschied. Ist das schlecht eigentlich? Ja. Ich sagen. Ich sehe dich ein bisschen doppelt, ich hoffe, schädlich nicht. Macht nichts, ist meine Zwillingsschwester. Niemand sagt übrigens so schön schlecht wie Tiroler. Schlecht. Schlecht. Echt schlecht. Echt schlecht. Ist echt schlecht. Aber sonst eigentlich, hast du sonst auch ein bisschen empfindlichen Magen, Autofahren und alles oder nur beim Wiener Walzer? Also Achterbahnfahren oder so, das ist gar nichts für mich. Und deswegen bin ich da ein bisschen empfindlich, aber Vadim kennt da nichts. Der Vadim kennt nichts. Was hilft denn dagegen als Profi? Wie kann man sich das denn abtrainieren? Naja, bei der Petra, das Einzige, was bei ihr funktioniert hat, war hartes Training. Ja. So geht's mir. So geht's dir nämlich. Ja. Thomas. Stimmt, man muss noch mehr Wiener Walzer tanzen, das hilft gegen den Schwindel. Und dieser Wiener Walzer, der war vor allen Dingen rechts- und linksfleckerl wirklich fulminant. Ich gratuliere. Ja, dem gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen, Bollasch. Eh nicht. Nein, das war schon okay. Den Arm ist ein bisschen runtergehängt, das hat mich ein bisschen gestört, sonst habe ich es eh gut gefunden. Danke. Danke.
Besser so als was Schlechtes. Stimmt. Echt. Echt. Danke, Petra und Vadim. Danke. Ja, Sie haben die Jury gehört, die ist eigentlich ganz begeistert, der Thomas sehr. Bollasch hat der Arm gestört, sie zu Hause vielleicht gar nichts. Und wenn es so ist, dann bitte anrufen. 09010 59 09 und die 05. Jetzt? Es geht schon. Es geht. Jetzt? Ja! Ja! Mit unserem Ukrainer schon auf dem Weg zu uns, die Busserei da unterwegs. Das ist unglaublich, das verzögert. Ja, Wahnsinn. Kommt jetzt! Aber rasch! Jetzt aber! Na? Eigentlich nichts Negatives, außer dass da der Arm runterhängt. Ja, und dass der Geldschein im Weg war. Ja, aber da macht mir keine Sorgen. Gott sei Dank hängt er runter, wenn er dann in die Hände steht, da macht er mir Sorgen. Ja. Jetzt, wie kriegen wir jetzt den Bogen vom Walzer zum Bogen? Du bist ja ein Mitglied in einem Bogenschützenverein. Ja, und jetzt kriegen wir endlich dazu, weil eigentlich hätte ich mir vorgenommen, im März, dass ich einmal auf einem ersten Turnier mitmache. Und dann ist Dancing Stars dazwischen gekommen und jetzt will ich mal alle meine lieben Freunde aus meinem Bogenschützenverein grüßen. Allerspätestens im Mai kriege ich wieder und dann wird wieder geschossen. Also alle, die jetzt noch leben, ne? Also was macht man bei einem Bogenschützenverein? Was? Bogenschießen. Schön in der Natur. In der Natur. Schön auf Strohscheiben. Und es geht ja nicht ums Schießen, es geht ja ums Loslassen, nichts denken. Und eigentlich um den perfekten Moment, wo man nichts denkt und die Sehne sich von selbst löst. Ich hoffe, mein Trainer sagt jetzt, dass ich das so richtig gesagt habe. Du solltest dich auch beim Bundesheer anmelden. Wieso? Du hast beim österreichischen Bundesheer schießt mit Pfeil und Bogen. Sie hat einige Eigenschaften von einer Soldatin. Sie ist... Ja. Ja, das ist wieder... Ja. Da haben sie aber ziemlich... Weil sonst ist ja Bogen nicht so eine Mörderwaffe. Also in Kenia, wo ich zu Hause bin, mache ich schon einen Bogen, aber es nichts anderes haben. Ne? Weil sonst ist das ja eine Waffe. Also ein Banküberfall mit Bogen, Pfeil und Bogen. Es geht nicht um die Waffe, ums Schießen. Es geht wirklich um das, dass man abschalten kann und loslassen kann. Aber da geht es ja in den Wald und schießen. Da gibt es einen eigenen, wir haben unseren eigenen Schützenplatz im Wald. Den haben wir, ganz ein toller, schöner Platz. Und da trifft man sich. Da trifft man sich. In den Oberschenkel, in die Schulter. Nein, vorzugsweise in die Strohscheibe. bist du wirklich schon gut? Triffst du da schon sehr genau? Auf wie viel Meter triffst du da also schon? Also bis jetzt, Rote oder bevor Dancing Stars gekommen ist, waren es 30 Meter. 30 Meter. Die 50 muss ich nur erklimmen. Könntest du schon einen Apfel vom Kopf schießen? Nein. Nein, wer meldet sich natürlich? Wenn du gute Nerven hast. Nein, drei Versuche. Wir nehmen mal. Hannes Nepal, drei Versuche hast. Aber mach dem Apfel nichts. Du könntest eigentlich bei den Karl-May-Festspielen mitmachen, als Indianerin. Ja, das hätte ich gerne mal. Ja, ich kriege aber gerade Rauchzeichen von der Jury. Es gibt schon Punkte. Okay. Schauen wir mal, wie viele Punkte unsere Juroren im Köcher haben. Ja, Thomas legt vor, der war begeistert. Was sagen die Punkte? 8 Punkte. Ja, hey. So. Bollasch. Ich hänge mit dran, mit 7. Nicole. Ich hänge mit drauf, mit 9. Ja! Wow. Und Hannes. 6. Oh. 30 Punkte für Petra und Vadim. 30 Punkte. Super. Wie letztes Mal. Ja, super. Genau wie letztes Mal. Da kann man nichts sagen, oder? Kann man nichts sagen.